Hallo zu einem neuen Video. Hier ist der Peter und ich habe ein neues Setup für euch. Es geht um den Kanadisch-Dollar, Japanisch-Yen. Wie ihr seht, sind wir gerade im Monatschart, sind hier schon relativ weit gelaufen in dieser wunderschönen Long-Bewegung, in diesem wunderschönen Aufwärtstrend. Wie ihr seht, die letzten Monate sind schon raufgelaufen. Der letzte Monat war ganz besonders intensiv, der November, weil wir ja so extreme Yen-Schwäche hatten nach dem nach Kuroda, nach seiner Aussage am 30. 10. beziehungsweise, oder ja, 30.10. war es, glaube ich. Und wir sind zwar weitergelaufen und die ganze Yen-Schwäche sollte jetzt mit Vorsicht genossen werden, aber ein schönes Setup gibt es trotzdem und warum soll man es nicht einfach probieren? Ihr Monatsstart seht ihr diese unteren beiden Trendlinien, die habe ich als, ja, als Begrenzung genommen und nach oben projiziert. An Punkte, wo sie einfach des Öfteren auf andere, also des Öfteren treffen. Wie ihr seht, hier haben wir mehrere Berührungspunkte und sind hier auch gerade an einem Widerstand. Also haben auch diese aufsteigenden Trendlinien und wenn dieser Widerstand gebrochen wird, dann haben wir definitiv Platz nach oben. Schauen wir uns mal das FIBO-Level an. Haben hier das 61,8er durchbrochen. Vielleicht testen wir es nochmal an. Und dann sollte es durch die 105 rasch nach oben gehen. Wir haben hier zwar jetzt einige Widerstände, die auf uns lauern. Diese hier bei 1,64, dann bei den 1,73 und hier, aber wenn man nur danach geht, wie viele Widerstände hier im Weg sind, dann würde man ja nie traden. Wir gehen gleich in den schnelleren Timeframe und gucken uns das Setup an und dann werdet ihr sehen, dass wir deutlich ein gutes CRV haben, um möglicherweise auch diesen Bereich zwischen diesen beiden oberen Trendlinien voll auszuschöpfen und möglicherweise vielleicht sogar zu dem 78,6er, 76,4er Niveau zu kommen. Das sind der Bereich um die 1,13 rum. Kann man sich hier schön markieren schon. Und sollte das ganze Setup gut gehen, dann haben wir hier Platz von ungefähr 750 Pip beziehungsweise fast 900 Pip. Und das darf man und sollte man nicht ignorieren. So, gehen wir in den schnelleren Timeframe. Im Weekly Chart hatten wir hier eine Flagge gebildet. Von dieser großen... Moment, ich nehme mal dieses FIBO-Level raus, dass wir nicht völlig durcheinander sind. Von dieser großen Flagge haben wir aber noch nichts gewusst. Als man davon ausgegangen ist, dass diese Flagge hier Bestand hat. Ja, die war ja auch wunderbar. Hier ist ein Ausbruch erfolgt. Das waren auch schöne 300 Pip. Das ist ja eine ganze Ecke. Im Weekly Chart sieht das jetzt alles wahnsinnig schnell aus. Im Tageschart hat man sich hier total gefreut und möglicherweise gedacht, oh, jetzt wird er hier ohne zurückzufallen immer weiter und weiter steigen. Schade, hat nicht geklappt. Wir hatten hier eine Art Fehlausbruch, der relativ zügig wieder in die Flagge hineingeschossen ist. Aber hätte man hier sich auch auf die Charttechnik verlassen und hier eine Art aufsteigende Trendlinie gebildet, dann konnte man hier mit Stop unter das letzte Tief einen neuen Einstieg wagen und ja, da wäre man belohnt worden mit über 1000 Pip. Aber hätte Fahrradkette, deswegen machen wir die mal weg. Zeichnen sie mal ein wieder. Denn die hat für uns Relevanz, nämlich von dem Punkt her, da sie schon regetestet wurde. Gehen wir mal rein und sehen, wir hatten den Ausbruch aus der Flagge, 60 Pip, und dann kam bereits hier der Retest. Wir könnten also jetzt laut Charttechnik bereits davon ausgehen, dass wir nicht nochmal einen großen Fall bis auf die 99 Punkte runter haben. Das wäre auch von der Bewegung her jetzt, okay, es wäre das 50er Level, das wäre plausibel, aber damit beschäftigen wir uns erst, wenn das Setup im schnelleren Timeframe nicht funktioniert. Also wechseln wir mal rein in den Daily Chart, sind hier wunderbar hochgelaufen, der Daily Chart war fast schon zu langsam für uns, man musste in den H4 und dort konnte man nach Triple EMA, also Einstieg 10er oder wenn man sah, er kommt immer wieder an den 20er, aber der 34er EMA hält, den 20er halt einfach als Einstiegspunkt nehmen und konnte hier seine Punkte mitnehmen. Entschuldigung, ich bin ein wenig heißer. Momentan
haben wir, oder wir hatten eine Konsolidierungsformation gebildet, diese bullische Flagge, die auch schon gebrochen und im H1 sehen wir es schöner, auch bereits regetestet wurde. Dieser Retest im H1 natürlich jetzt so viel Relevanz hat, um zu sagen, gut, der kommt gar nicht mehr zurück, steht auf einem anderen Blatt. Aber man sollte es auf jeden Fall nicht ignorieren. Wenn man jetzt gleich hier rein möchte, habe ich hier die Zone markiert. Es ist jetzt 12:04 Uhr, also wir haben gerade eine neue H4-Kerze gebildet. Und man könnte jetzt hier diese ganzen Hochs, die jetzt zur Unterstützung geworden sind, ja, ist gebrochen worden sind, die Unterstützung hat gehalten, könnten jetzt hier zum Aufbau einer ersten kleinen Position, wenn man sich jetzt wenn man davon ausgeht, dass er vielleicht doch nochmal hier runterkommen könnte in den Bereich, dass man sich hier die erste kleine Position aufbaut mit Stop unter diese grüne Zone bzw. unter diesen Docht, also unter die 1,03,400. Und da hat man halt schon eine ganz schöne Entfernung, das sind 120 Pip, da kann man auch auf jeden Fall bloß mit einer kleinen Position rein. Wer es jetzt spekulativer mag und bereits hier im H1 nach Triple EMA traden will, ja, nimmt sich den 20er oder 34er als SL-Level und kann hier schon mit 40 Pip arbeiten, das ist natürlich ein Argument. Und wir sehen gerade, die H4-Kerze wächst schon empor. Die Frage ist, was erwartet man sich jetzt von diesem Flaggenausbruch, von diesem kleinen, der momentan eigentlich im H1 läuft. Erwartet man sich jetzt von diesem Ausbruch her bereits das Target bei den 1,13? Oder geht man davon aus, gut, es ist ein schneller Trend, der könnte auch schnell wieder vorbei sein. Nehmen wir halt bloß diesen Bereich bei den 1,05 oder diese letzten Hochs. Dann sehen wir uns das Fibo-Level dieser Abwärts- bzw. Konsolidierungsformation an. Dann haben wir bereits das 76,4er Level erreicht. Platz bis zum 78,6er möglicherweise. Und oder diesen dem Upper Bollinger Band in dem Bereich. Hier haben wir auch markante Hochs im H1. Chart, die man sich als kleines Target, ja, als Daily Trade beispielsweise setzen könnte. Das ist jetzt nicht mehr viel. 30 Pip. Aber ja, für einen Scalper reicht das. Vielleicht, also wer hier sehr spekulativ reingeht, 30 Pip zu, ja, nochmal ein bisschen wartet, bis er runterkommt, zu 100, zu 15 Pip SL ist doch ein gutes CRV für einen kleinen Intraday-Trade. Aber schauen wir mal weiter auf unser Bäumchen, was wir uns momentan bauen. Also hier wäre die erste Position für eine kleine, die erste Region für eine kleine Position, um einfach reinzukommen in diesen Trend. Oder dann dieses Ausbruchslevel der Flagge, was nochmal getestet werden könnte. Dann wären wir auch im Bereich des der Triple EMA im H4, die sich ja gerade erst aufreihen. Also ob der H4 10er IME direkt jetzt hält, ist halt fraglich, weil die sich gerade erst aufreihen. Also ein neuer Aufschlag auf diese grüne Zone ist definitiv möglich. Könnte man sich dann als zweite Position aufbauen. Und letztendlich diese Targetzone aus der absteigenden oberen Flaggen-Trendlinie und dieser aufsteigenden Trendlinie könnte man sich dann als dritten und letzten Punkt wünschen oder vornehmen. Einfach in der Hoffnung, dass er getroffen wird. Und dann hätte man natürlich ein wunderbares SL-Level unter diesem Docht. Die Flagge wäre noch nicht gebrochen. Und wir hätten hier gerade mal 60 Pip SL, also hätte man eine schöne Chance zum Einstieg. Und zumal sollte dieser Punkt gebrochen werden, haben wir ein gutes Argument, um zu sagen, gut, ich bin aus dem Trade raus, aber vielleicht war das ganz gut so, denn wir haben diese aufsteigende Trendlinie gebrochen, wir sind wieder in die Flagge eingetaucht und haben diesen Bereich hier, dieser grüne Bereich war auch hier ein Ausbruchspunkt. Aus dieser Art Dreieck haben das auch gebrochen. Und wenn er dort durchbricht, dann können wir sagen, gut, dann soll er durchbrechen, Setup ist schief gegangen und dann lassen wir ihn erstmal weiter korrigieren bzw. weiter konsolidieren. Und dann können wir uns darüber unterhalten, wenn das passiert, ob er vielleicht doch jetzt auf den
Daily Chart beispielsweise zurückgreifen auf die nächsten IMAs, die dann, wenn sie gebrochen werden, ist ja hier der 20er dann, der 34er IMA, können wir uns die Fibos dann zurechtlegen und uns dann an denen noch orientieren. Man könnte auch diese Bewegung ab der Abbruch der Flagge nehmen. Das wäre vielleicht sinnvoller. Und wir hätten wir in diesem Bereich dann das erste Fibo-Level, das 23.6er, können wir, denke ich mal, ignorieren. Aber sollte er brechen, wären dann hier die nächsten Fibo-Levels für uns interessant. Wenn man unbedingt einsteigen möchte, könnte man sich hier schon die Pendings setzen. Oder man wartet halt, bis es sich in einer der Zonen stabilisiert. Aber wir haben gesehen, dass wenn auch einmal eine größere Korrektur erfolgt im Yen, es dennoch dann rasend schnell wieder hochgeht, ohne dass man, hier eine kleine Seitwärtsphase hätte wie hier. Hätte man vielleicht auch gedacht, gut, vielleicht konsolidiert er jetzt erstmal in einer kleinen Seitwärtsrange und man kann in Ruhe überlegen, ob man hier reingeht in den Trend. Aber nein, er ist hier runtergekommen, sehr, sehr stark abverkauft worden und dann sowas von schnell wieder 130 Pip nach oben geschossen. Also sollte man sich dann Gedanken machen, ob man einfach an diesen Punkten reingeht und sich die Pendings setzt, um diszipliniert auch wirklich reinzukommen. Aber das ist Zukunftsmusik. Beschäftigen wir uns erstmal mit dem recht kurzfristigen Szenario bzw. dieser Chance auf einen in einen längeren Trend reinzukommen, denn im H4 sehen wir, öffnen sich langsam die Bollinger Bands und wenn man hier schon den ersten Einstieg hat, auf jeden Fall nicht schlecht, denn der H4 wird ja auch nachgezogen und wenn er dann hier ist, könnte man, und er besteht, dann könnte man auch ein zweites Mal dann nachkaufen, hat man dann schon eine etwas größere Position und dann könnte man sich mit den Targets im oberen Bereich hier befassen. So, dann war es das jetzt für den Kanadisch-Dollar-Japanisch-Yen. Viel Erfolg dabei, viel Spaß dabei. Wie immer gerne das Video liken, abonnieren meinen Kanal und oder ich bin ja auch auf Facebook und Twitter vertreten. Auch dort könnt ihr Follower werden und dann über neue Videos direkt informiert werden. Über Besucher auf meiner Seite freue ich mich natürlich auch. Und einen schönen Tag wünsche ich noch. Tschüss!